Herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Sie steht an der Spitze eines der traditionsreichsten Unternehmen in Deutschland. Bereits seit 1846 gibt es den Magenbitter aus den grünen Flaschen. Und unser heutiger Gast bezeichnet sich selbst gern als oberste Kräuterhexe. Herzlich willkommen, Christiane Unterberg. Grüß Gott. Grüß Gott. Unterberg, der Name ist Programm. Wie lebt es sich mit diesem Namen, wenn man so damit durch die Welt geht? Also ich bin ja die dazugekommen, ich bin ja keine Gebürtige, aber ich denke, für meine Kinder war das eine Aufgabe, mit diesem Namen zu leben und so normal wie möglich zu sein. Und das war auch einer der Gründe, warum sie ganz bewusst, also in den Schulen um uns rum, sprich in Xanten, zur Schule gegangen sind. Ich glaube, da reibt sich das am besten ab und ja, ich hoffe, das Resultat stimmt. Sie sind Geschäftsführerin der Unterberg KG? GmbH. Es ist kompliziert. Es war mal anders. Also okay. Wir sind ja flexibel. Absolut. Dann bin ich es auch. Wie war denn Ihr Weg an die Spitze? Ich bin ein Quereinsteiger. Meine Ausbildung habe ich als Fürsorgerin gemacht, hieß das damals noch. Ich war der erste Kurses, die sich dann Sozialarbeiterin nennen sollten. Mein staatliches Anerkennungsjahr habe ich im Übrigen hier in der Hansestadt gemacht, in Hamburg, unter dem Innenminister Schmidt. Damals Schmidt-Schnauze genannt und habe eigentlich sehr viel dabei gelernt, weil ich wollte in das Unternehmen meines Vaters gehen. Und so viele Möglichkeiten als Frau in einer Schwerindustrie, die gab es ja nicht. Und ja, und die Menschen waren immer mein Interesse. Zweite wäre Architektur gewesen. Und was hat Ihr Vater für ein Unternehmen gehabt? Brückenbau und Gasbehälter, also hier Planten, Blumen und Voss und solche Sachen, das waren dann auch so Kunden. Und ja, also alles, was Stahlverarbeitung ist. Ne? Stahlverarbeitung, das hört sich erstmal nach Männerwelt an. Hat sie eben, das schon gereizt? Ja, also ich muss sagen, mit den Kumpels komme ich auch ganz gut zurecht, denn die sind sehr gerade und das ist sehr angenehm. Also dieses zu verbogene ist eh nicht mein Fall. Also ich bin lieber dazwischen, wo es ein bisschen forsch zugeht. Dann haben Sie Sozialarbeiterin gelernt? Ja, ich habe die Ausbildung in Dortmund gemacht, an der Anna-Zilken-Schule. Es war eine katholische Schule. Damals war das mehr in privater Hand. Das wurde dann später erst ein Studiengang für alle Universitäten oder Fachhochschulen. Also diesen Werdegang, den habe ich sehr genossen. Und ich habe heute noch sehr netten Kontakt zu ehemaligen Mitstreitern. Würden Sie sagen, dass Ihnen die Ausbildung heute auch hilft oder generell geholfen hat? Auf jeden Fall unendlich. Ich glaube, das ist auch eher eine Berufung. Ich glaube, man kann nicht Sozialarbeiter werden, wenn man nicht das Bedürfnis hat oder sag mal, den Zugang zu Menschen hat. Ich war die Jüngste, ich musste mit ministerieller Genehmigung anfangen, damit man mir die Reife zuerkennt, weil ich noch so jung war. Aber wir haben einfach einen gemeinsamen Nenner gehabt. Nicht? Die meisten waren Krankenschwestern oder schon irgendwo im Pflegedienst oder so. Also der Zugang zu Menschen ist, glaube ich, Voraussetzung. Das muss man mögen und mit einer anderen Art Erfolg zufrieden sein. Das ist ja kein materieller Erfolg, sondern eben ein menschlicher, ein Beziehungserfolg. Und das ist schön. Ist das auch schwierig, weil das manchmal gar nicht so messbar ist, dieser Beziehungserfolg? Nein, aber ich bin nicht. Mit den Messen habe ich sowieso nicht. Das ist eher eine männliche Ecke, würde ich jetzt mal sagen, dass alles vermessen werden muss, alles erforscht werden muss. Also ich glaube, gerade da kommt es ja sehr auf Empathie an, mich auf den Stuhl des anderen setzen können und von einer anderen Perspektive oder gemeinsam eine Lösung für Probleme zu finden. Und das hat nichts mit Messen zu tun. Wie ging es denn dann bei Ihnen weiter? Ach ja, witzig. Ja, wie ging es weiter? Also ich habe meinen Mann sehr früh kennengelernt. Wir haben schon Goldhochzeit gehabt vor 3 Jahren. Und es ist für mich sehr schön gewesen. Das war ein ganz anderer Betrieb hier. Bei uns war ja alles Maßarbeit und so. Zu sehen, wie diese Wirtschaftswelt, wie anders die auch ist, wenn es eine Produktion, diese Flaschenproduktion ist, ist ja was anderes, wie wenn sie eine Brücke bauen, wo sie das vom Zeichenbrett her kennen, bis zur Hängebrücke in Köln. Da hat man einen anderen Zugang zu, aber es waren ja eben immer die Menschen. Und das wollte ich dann eben auch rauskriegen. Und als mein Mann mich 81 bat, ins Unternehmen zu kommen und für Personal zuständig zu sein, dann habe ich auch wirklich erstmal mit Fragebogen und solchen Dingen angefasst, um diese Atmosphäre irgendwo einzufangen und meinen Mann zu bitten, er möge seine Vision, wie er möchte, wo er hin möchte, zu formulieren. Das sind einfach spannende Sachen. Wobei natürlich die Rezeptur des Unterberg, das ist ja auch Maßarbeit, wenn man so
Oh ja, und Qualität ist immer top. Und das ist eben, ja auch ein Geheimnis, ne? Ja, das ist auch schon so lange wie das Unternehmen. Ja, also es ist also, bleibt in der Familie und katholische Geistliche wissen das. Und das ist gerade nett, wir haben gerade eine Verjüngung, es kommt jetzt ein jüngerer Pater jetzt noch dazu. Und wir sind einfach überzeugt, die können ein Geheimnis gut bewahren, da haben die ein bisschen Übung drin. Und das ist basiert natürlich auf einem persönlichen Vertrauensverhältnis, nicht? Das ja. muss ich schon sagen. Gibt es da irgendwie eine kleine Party, wenn das Geheimnis weitergegeben wird? Mit ein festliches Verkostung? Essen. Also ja. Essen gehört bei uns absolut ja. dazu. Der muss einen Grund haben, um Muttermilch zu trinken. Das ist doch schön. Ihre Firma heißt Semper Idem. Das ist lateinisch und heißt immer das Gleiche. Nein, immer dieselbe Qualität. So wird das immer okay. gleich. Das würde ja sagen, dass seit der Gründerzeit das überhaupt nicht verändert ist. Und jetzt denken Sie mal an unsere Tochter, die älteste, die im Unternehmen ist, die also ja als Mikrobiologin natürlich ihren Beitrag auch leisten möchte. Nein, wir möchten immer auf dem höchsten Stand der Qualität sein und von daher immer dieselbe Qualität. Aber das, das ist schon verändert das Rezept natürlich auch. Ne? Okay, das ist dann schon der Veränderung auch unterworfen. Ja, Gott sei Dank. Nein, also ich sage jetzt mal, also man wäscht ja auch die Wäsche nicht mehr wie Oma. Ne? Ja. Also da muss man dann schon auch gerade dem Kunden gegenüber einfach sagen, was hat die größte Wirkung? Denn wir leben von der Wirkung. Mhm. Ne? Trotzdem Semper Idem, würden Sie sich als konservativen Menschen bezeichnen? Ja, ich glaube, ich bin eine Mischung. Also ich habe schon gerne, ausgesprochen gerne Wurzeln, aber ich ja, habe auch die Nase gern im Wind. Also ich muss auch einfach sehen, sonst wäre ich auch nicht auf dem Kongress. Ja. Also ich habe wahnsinnig gerne, auch mit meinen vielen Enkelkindern, dass ich eigentlich mitgehe, was bewegt die Menschen, was hat sich verändert, wo stehen sie heute, mit was kann man sie überzeugen. Denn man kann ja nur überzeugen und da muss man dann schon so ein bisschen Puls fühlen. Ja. Ein Unternehmen. Wie sieht da eine gute Unternehmensstruktur aus, Ihrer Meinung nach? Also Sie haben gesagt, Unternehmensstruktur, da wird es bei mir schon kritisch. Ja. ja, also sicherlich ist, wenn Sie von der Struktur reden, dass wirklich der Mensch erst kommt und dann die Struktur. Und ich muss auch sagen, und da hat mein Mann, habe ich auch einen tollen Mitstreiter immer gehabt, wenn eine Persönlichkeit, wir sind ja ein kleines Unternehmen, Fähigkeiten mitbringen, die passen oft ja nicht in eine Struktur, ja, dann finde ich doch was der Mann auch einbringen kann, wo er seine Talente auch zum Blühen bringen kann. Da sage ich nur, nicht in das Kästchen passt er nicht. Also da geht's, also da finde ich, da fehlt in manchen Unternehmen einfach die Kreativität, dass ich dann sage, und da gibt es bei uns auch einen Extrabonus, das ist der sogenannte beim Gehalt persönliche Anteil, wenn einer zum Beispiel sprachlich überqualifiziert ist, ja soll ich die Sprachen brach liegen lassen, weil die Kollegin des Y das nun nicht kann? Nein, da sage ich mir, wo kann der eingesetzt werden zusätzlich und hat seine Freude dran und wir haben unsere Freude dran. Das ist doch eigentlich viel schöner, wie wenn ich dann nur nach den Strukturen gucke. Also da sind mir die Mammutunternehmen mitunter ein Graus, weil da werden sie zum Teil in so Kästchen gepresst. Und das kann nicht das sein, was man sich unter dem christlichen Menschenbild vorstellt. Also dann lieber Unternehmenskultur vielleicht? Danke. Als Struktur? Ja, viel lieber. Ja, denn ich denke, Kultur heißt ja auch Kultivare immer wieder entwickeln. Und da habe ich zurzeit eben ein Thema, weil ich bei der Vereinbarkeit Beruf-Familie in dem Initiativkreis damals war. Dass wir noch nicht am Ende sind mit dem Problem, was bei der Vereinbarkeit dieser Spagat ist schwierig. Und ich rede jetzt nicht davon, dass Alleinerziehende zum Beispiel angewiesen sind, dass sie ihr Kind in die Kita geben. Aber unter 3 Jahren ist es zum Teil sowas Entmutigendes für mich zu sehen, wie diese Frauen leiden müssen, weil sie auf der einen Seite natürlich das Gelernte weitergeben wollen, aber auf der anderen Seite nicht Mutter sein dürfen. Und in dieser ganzen Gender-Diskussion, da sind die Mütter einfach vergessen. Über die Mütter und die Väter, also genauso. Ich muss doch erstmal Mutter und Vater werden. Ich muss ein Nest Wärme den Kindern erstmal geben. Und da sind wir nicht ersetzbar als Eltern. Ich bin da nicht austauschbar. Und wenn das eine Tagesmutter sein muss, okay, das ist die zweitbeste Lösung. Aber Kita ist mit dem finanziellen Aufwand auch noch, also es ist für mich jenseits. Ja, wie war das bei Ihnen selber? Sie sind ja auch Mutter. Vierfach. Und plus 2 dazugekommene.
Ich hatte natürlich das Glück, nein, und das ist eben nicht in der Breite übertragbar, dass wir erstmal im Lande lebten, dass wir auch Platz hatten für viele Kinder. Und da muss ich ja auch einfach sagen, und da finde ich unseren jetzigen Papst eben auch prima, dass er also da nicht, ja, also wer weiß, welche illusorischen Vorstellungen hat, dass wir eben gerne Kinder haben wollten, mein Mann und ich. Ich habe ihn schon in der Verlobungszeit gefragt, wenn ich keine Kinder kriege, darf ich welche adoptieren? Also es ist sicherlich auch ein Wunsch gewesen, Kinder zu haben, ein sehr starker Wunsch. Und ich habe Kindermädchen gehabt oder eben im Haushalt, also Hilfen gehabt, habe aber immer gesagt, also die können den Kinderwagen schuckeln, das muss das Kind nicht unbedingt von der Mutter, die können auch für die Ordnung mithelfen im Kinderzimmer, weil ich natürlich auch zum Teil geschäftlich schon mitgenommen wurde oder irgendwie da. Das kann man ja bei uns nicht so trennen, Arbeit und Beruf, wie das in manchen Berufen möglich ist. Aber erziehen wollte ich immer mit meinem Mann das selbst machen. Und abseits dieser Thematik, sind Ihnen auch Probleme begegnet als Frau im Management? Das habe ich mich ein paar Mal gefragt. Nun habe ich ja eben gesagt, ich bin Quereinsteiger. Dadurch bin ich natürlich privilegiert. Also ich bin ja seitlich reingekommen. Die ersten 2 Jahre habe ich nicht so gut geschlafen, bis ich merkte, ob ich akzeptiert bin. Denn gerade, sag mal, um als Bindeglied der Mitarbeiter zu der obersten Ebene zu gelten und gleichzeitig die Frau des Inhabers zu sein, das war auch nicht einfach. Und ja, wenn ich dann gesehen habe, dass auch das, was mein Mann als Unternehmenskultur mitformuliert hatte, dass das so langsam greift. Im Anfang gab es dann so die oberste Ebene zu Gesprächen. Da habe ich dann immer geguckt, huch, der hat noch den autoritären Führungsstil. Der kann da noch nicht mit umgehen, dass es jetzt anders hergehen soll und so. Und wenn man dann sieht, dass es sich so stückweise auch die Kultur ändert, was eben ziemliche Zeiten dauert, ja, dann ist man eigentlich auch ganz zufrieden und dann sieht man, dass man vorwärts kommt. Inwieweit leiten denn Christen oder Christinnen ein Unternehmen anders als Nicht-Christen? Was würden Sie sagen? Ich glaube, sie haben wirklich den Menschen mehr im Fokus. Also ich glaube, dass, das darf man für alle diese Religionen sagen, dass wir eben den Menschen als Mitmenschen sehen und als Nächsten im biblischen Sinne. Und das ist schon anders. Und ich muss auch sagen, für mich ist es auch schwierig, ich kann auch nicht gut ertragen, wenn manche, die ein anderes Parteibuch hören, also schon von vornherein mit Vorurteilen, was ja ein Verurteilen oft ist, behandelt werden. Da gibt es genauso christliche und gute und engagierte Menschen, sondern ich möchte gerne die Menschen kennenlernen. Das hat nichts mit Titeln oder Ausbildung zu tun und wer in Ordnung ist, ist es prima. Was heißt das dann konkret im unternehmerischen Alltag? Ja, dass jede Position oder jeder Mensch, der im Unternehmen zu dem Ganzen beiträgt, eigentlich kostbar ist. Nicht? Und ich muss auch sagen, wenn ich denke, ich habe einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, damals hatten wir noch einen Pförtner, heute ist das auch so als Büro umfunktioniert. Der hat mit mir den Erste-Hilfe-Kurs, wir haben sowas von gelacht und wir haben so viel Spaß gehabt dabei. Dann ist das auf gleicher Ebene. Das ist dann nicht Frau Unterberg und der Sanni. Mhm. Ja. Sie sind ja auch ehrenamtlich umfangreich engagiert. Spielt das auch so ein bisschen da rein? Ja, weil Dr. Lütz sagt, er sagte das heute Morgen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, damit man Bodenhaftung behält, dass man wirklich sich eben nicht nur in seiner Rolle oder der, was man ja nun durch Ehe oder was immer, durch Beruf dann so als Umfeld hat, dass man auch da den Weg rausmacht. Nicht? Und das tue ich gerne. Also, ich feiere gerne, von daher ist das auch immer sehr schön, wenn meine Schützenbrüder feiern, dann sind wir natürlich auch, oder die Feuerwehr oder irgend sowas. Und das ist einfach bereichernd. Ja, wenn man sich Ihr Engagement anguckt, dann ist das eine sehr stolze Zahl von Projekten, die Sie auch mit unterstützen, betreuen, wo Sie aktiv sind. Wo nehmen Sie die Zeit her? Ja, also das sieht für Sie so aus. Aber ich sage mal, ich habe schon manches nebeneinander gemacht, aber auch vieles hintereinander. Also ich denke auch, das ist vielleicht auch was ich den Jüngeren, man muss auch vieles erst hintereinander machen. Also eben das Muttersein war die Zeit, wo das Muttersein das Wichtigste war und dann kam wieder andere. Und gerade das Ehrenamt eignet sich sehr gut, um langsam wieder auch ins, sag mal, in das
die Außenwelt wieder einzudringen. Und das ist eben sehr schön, wenn man dann auch das Feedback kriegt, also wir können zusammen was gestalten und da haben wir was gedreht oder haben wir was initiiert, was gut läuft. Unter anderem sind Sie auch Lehrerin in einer Hauswirtschaftsschule? Nein, ich bilde Lehrlinge aus. Sie bilden Lehrlinge? Ich bin Meisterhausfrau. Meisterhausfrau? Mhm. Wow. Ja, aber nein, das ist nicht wow, das ist lustig. Das ist lustig. Ja, da passieren die herrlichsten Sachen, weil heute zum Teil, also die Vorbildung, also das war Landfrauenschule und ich hatte ja netterweise eben auch eine Begegnung mit einer, was selten ist. Wir haben ja noch so Dinge gelernt, also ich sag jetzt mal Käse machen und Pflanzen pikieren und melken am Gummiäuter und all solche Sachen. Und da tun mir die jungen Leute heute so leid und deswegen tue ich es wahrscheinlich auch. Es ist wirklich so ein Stück, dass ich denke, da musst du Wissen weitergeben, weil die so weit weg sind davon. Also ich meine, wenn ich immer nur die Pizza oder fertiges Essen kriege, woher soll ich den Spaß kennen, den das eigentlich macht, wenn man wirklich was gematscht hat und das schmeckt dann hinterher auch allen. Das ist immer wieder ein Erfolgserlebnis und ich muss auch sagen, ich freue mich, dass meine Kinder Gastlichkeit auch pflegen. Denn das hat was mit Gastfreundschaft zu tun, dass man sich um diese Dinge kümmert, dass man sich an den Tisch setzt und das kultiviert dahergeht. Das kann einfach sein, also auf der Hütte. Aber dass man eben Gespräche führt, das ist richtig schön. Kultiviert. Kultiviert. Sind das alles Mädels oder sind auch ein paar Jungs dabei? Bei den? Der zweite ist ein Junge und der ist sehr ökologisch auf dem Weg. Mhm. Und das ist eben auch irgendwie so entstanden, weil wir alle gerne mit der Natur leben. Und ich meine, bei den Lehrlingen? Bei den Lehrlingen, nee, genau. Das sind nur Mädchen. Nur also, nein, also es hatte sich jetzt letztens jemand beworben, der ist aber dann Erzieher geworden. Okay. Ja, mhm. Ist auch in Ordnung. Ist das denn generell eine Kompetenz, die verloren geht in der Gesellschaft? Ja, leider. Weil ich denke, man lernt ja was fürs Leben, egal was sie dann, also man kann ja sehr gut Ökotrophologin werden oder andere Berufe aufdocken, Lebensmitteltechnikerin oder. Mir tut das so leid. Es gibt so viele Dinge, wenn man Hände und Kopf zusammentut, dann bin ich überzeugt, dass man auch weniger psychische Probleme hat. Wenn ich sehe, dass meine Hände etwas schaffen können, und ich glaube, der liebe Gott hat das so vorgesehen. Und ich denke, warum war Petrus Fischer und warum waren alle diese Dinge, sie haben im Leben was zu tun. Und wir sind heute schon sehr unnatürlich. Und warum haben wir jetzt eine Veggie-Welle oder sowas? Weil das so verloren gegangen ist. Also weil auch dieser ganze Zusammenhang, der dahinter steht, leider unterentwickelt ist. Und dann muss ich sagen, wenn meine Lehrlinge dann hinterher wirklich, also jetzt hatte ich gerade eine Laura, die das erste Rostbiff war, mehrfach zurückzugehen in die Küche und das zweite klappte dann hervorragend, also und die roten Backen und dann war das ein Erfolg. Und dann denke ich, diesen Erfolg würde ich vielen gerne gönnen, dass sie das erleben. Und für die Familie hinterher ist das doch hervorragend. Da ist die Mark dann nicht nur die Hälfte oder Euro nicht nur die Hälfte wert, sondern ich kann sparsamer einkaufen, ich kann was Leckeres aus Resten machen. Alles dieses, dann brauche ich diese ganzen, ja, neuen Vokabeln, das ganze Ökologische gar nicht in dem Sinne so lernen, sondern ich weiß darum. Das ist eigentlich, ja, schade. Sie engagieren sich auch unter anderem für das Kloster Mörmter in Xanten. Da ist ja eine Einrichtung, das ist die Facenda d'Esperanza, die sich um die suchtkranke Männer, junge Männer kümmert. Mhm. Sie produzieren ja nun auch ein Produkt, was, wenn man es missbraucht, auch zu Sucht führen kann. Mhm. Ist das auch ein Stück weit Auseinandersetzung mit diesem Thema? Oder ist das überhaupt Thema bei Ihnen? Ja, also, Gott sei Dank in der Firma. Also über all die über 30 Jahre habe ich also nicht mal eine Handvoll Suchtprobleme gehabt. Ich glaube, dass Menschen sich auch bewerben, die sich da selbst nicht gefährdet sehen. Weiß ich nicht, ist eine Annahme. Diese Höfe der Hoffnung, dieses Kloster sollte aufgegeben werden, weil es in einer Bauernschaft liegt, sollte als Immobilie verwertet werden und dann gehen mir die Nackenhaare hoch. Und hatte dann dieses Werk von dem Frei Hans kennengelernt, der ja in Brasilien das gegründet hat und eben Deutscher ist. Und ich war dann in Brasilien geschäftlich und er war in Deutschland. Er hat sich das Kloster angeguckt, ich habe mir die Gründungsfassende angeguckt und habe gesagt, das würde eigentlich passen. Dazu muss ich sagen, Sucht hat mich eben schon als Sozialarbeiterin beschäftigt. Weil für mich eben Sucht, und da hatte ich ja noch nichts mit Alkohol zu tun, für mich ist Sucht eben wirklich... Ja, wir lernten, dass Fürsorgesucht ist Flucht. Es steckt hinter jeder Sucht eigentlich ein Problem. Und
Ja, man muss sich mit diesen Problemen eigentlich beschäftigen. Und was ich so befreiend fand, wie ich das erlebt habe in der Fassenda, wenn diese jungen Menschen, und die gibt es ja für Frauen genauso wie für Männer, nur bei uns waren es dann oder sind dann die Männer hingekommen, wenn die Gemeinschaft erleben, dass sie akzeptiert sind, dass man ihre Vergangenheit nicht dauernd wiederkäut und, sagen wir jetzt, nachtragend gibt, sondern dass irgendwo in ein Gleichgewicht kommt mit dem Tagesrhythmus. Und das ist eigentlich sehr klösterlich, bete und arbeite. Und egal, ob die Muslime sind oder gar nichts glauben, es wird gebetet, es wird eine Meditation gemacht, es wird ein Leitspruch für, oder Losung, würden die Evangelien sagen, für des Tages versucht zu leben. Wir versuchen, das Evangelium zu leben. Und da passiert was. Da passiert was. Wir haben keine Psychologen, wir haben keine Ärzte. Wenn einer zum Zahnarzt muss, natürlich. Aber ich sag mal, so im Grunde ist das wirklich die Spiritualität, die Gemeinschaft und die Arbeit, die die Jungs eben über die Zeit, und das ist eigentlich vorgesehen ein Jahr, aber sie dürfen auch länger bleiben, auch wenn sie mal wieder ausgerutscht sind, dürfen sie dann wiederkommen, wenn sie es dann wirklich ehrlich wollen. Und das ist fantastisch. Ne? Also die heilende Kraft Gottes eigentlich direkt spürbar. Ja, und was für mich, es gibt zwei Dinge, die ich gar nicht vorher bedacht habe und auch gar nicht so erleben konnte, weil ich es eben nicht gelebt habe. Für mich war faszinierend, erst war in der Bevölkerung großer Widerstand, kein Zaun drumherum. Und die sind ja Knackis zum Teil. Und ich habe ja Töchter in der Nachbarschaft und überhaupt. So, das musste man erst mal abbauen. Das war die eine Seite. Heute werden da Hochzeiten gefeiert, Taufen. Heute werden da runde Geburtstage gefeiert. Wir sind gerade dabei, ein Café, habe ich einen wunderbaren Sponsor gefunden, einen Café aufzubauen. Und was noch ein wirklich schönes Erlebnis, die Priester. Wir haben ja keinen konstanten Priester. Das heißt, es lebt ein Franziskaner im Haus, aber der ist leider sehr krank. Tut auch sein Gutes, gar keine Frage. Aber was ich erlebe, dass auch die Priester richtig bereichert werden durch die Gespräche, die sie dann auch führen mit diesen jungen Menschen und wo sie dann eben das Pflänzchen des Glaubens dann weiterpflegen können. Also das ist ganz toll. Das ist wirklich, also, ja, das sind so Früchte des Geistes. Vielleicht zum Abschluss. Wir haben gesehen, Sie waren Pionierin auf ganz vielen verschiedenen Gebieten. Was würden Sie denn heute jungen Frauen raten, die Ihre Karriere planen, die in die Wirtschaft wollen? Ja, ich glaube, dass es wirklich am Ende des Tages, wie Jesus Siruch auch sagt, darauf aufkommt, was wir dem Leben gegeben haben. Dem Leben im Sinne von Gott, was wir auf dieser Zeit, dieser kurzen Spanne, die wir hier sind, was wir eigentlich weiter haben geben können. Und da ist das nicht die Karriere, da ist das nicht, wo man in der Leiter irgendwo angekommen ist, sondern wo man Menschen, ja, ein Stück hat bereichern, helfen, bilden, ganz unterschiedlich wie eben die Talente. Wenn da so ein Austausch gewesen ist, man selbst wird ja erst recht auch bereichert, muss man ja auch sagen. Ich glaube, das ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass man einen anderen Maßstab hat. Und für mich wäre es so wichtig, dass die jungen Frauen verstehen, es ist so, so wesentlich eigentlich, dass ich diese Sozialkompetenz, würde man heute fachlich sagen, dass ich als Mutter ständig in einem Prozess bin, der mich fordert, der mich verändert und der mich reifen lässt. Denn ich sage jetzt mal, ich habe ja nun diese 12 Enkelkinder, die Hälfte sind schon Studenten. Man wird ständig gefordert, aber das ist eigentlich, was einen auch am Leben lässt, was einen so, ja, mitprägt. Ganz herzlichen Dank, Frau Unterberg, für dieses Gespräch. Herzlich gerne. Und auch Ihnen herzlichen Dank, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Bibel TV, das Gespräch.